Zuallererst brauchen wir ein Glas, in dem Fall kein so besonders großes, da wir nicht großartig Milch dazu geben, reicht so ein kleines Glas. Ich habe mir die Kondensmilch aus dem vietnamesischen Supermarkt besorgt, aber ihr könnt zum Beispiel auch aus einem ganz normalen Supermarkt das Milchmädchen nehmen. Jetzt müsst ihr schon mal wissen, wie süß ihr das am Ende haben wollt. Also ich mag das recht süß und deswegen gibt es bei mir ja, so ein, zwei Teelöffel ungefähr von der Kondensmilch. Das ist immer eine ganz schöne Sauerei und leider muss man den Rest immer wegschlecken. Dann haben wir schon mal die Kondensmilch hier beisammen. Der Löffel kann abgeschleckt werden. Für den vietnamesischen Kaffee hat man diese Vorrichtung hier. Das ist super günstig, ich habe da glaube ich 2 Euro für ausgegeben. Und das besteht ganz einfach aus so einem kleinen Behälter, der ein Sieb im Boden hat, einem zweiten zusätzlichen Sieb, dem guten Stück hier, was im Prinzip nur den Kaffee vom Wasser trennt und so das vernünftige Durchfließen durch den Kaffee ermöglicht und einem Deckel, beziehungsweise ganz praktisch kann man den Deckel nachher auch zum Untersetzer werden lassen und somit verhindern, dass einem irgendwie der restliche Kaffee über die ganze Arbeitsfläche läuft. Ihr braucht natürlich den vietnamesischen Kaffee. Als allererstes habe ich mal den hier ausprobiert. Wenn der alle ist, werde ich mir nochmal einen anderen holen. Bin bis jetzt aber ganz zufrieden. Hier in dieses nette Gefäß gibt man einfach ungefähr einen Teelöffel. Das ist auch nur eine Portion dieser Kaffee. Ich mache da aber immer so nach Gutdünken so ein, zwei Teelöffel rein. Dann rüttelt man das kurz, damit der Kaffee auch schön gleichmäßig verteilt ist. Anschließend kommt jetzt in dieses Sieb hier rein und in meinem Fall ist es ja eine ganz günstige Geschichte, die ich mir hier zugelegt habe. Hier sind so 2 Noppen drin, die einem sagen, wo das Sieb mit diesen Einfassungen genau reinpasst und dann schiebt man das hier praktisch nur so rein und dreht es ganz leicht, dann kann das auch nicht mehr wegrütteln. So, dann kommt das Ganze einmal auf das zweite Sieb drauf und auf die kleine Glas, das passt an der Stelle hier perfekt. Und jetzt ganz wichtig, gießt man hier oben das Wasser rein, aber zunächst nur einen ganz kleinen Schuss sozusagen, damit der Kaffee schon mal aufgewärmt wird und nachher das restliche Wasser besser durchfließt. Das werdet ihr auch gleich sehen, wie hier unten dann das erste Wasser dazu kommt. Ich habe natürlich mal wieder mit dem Kaffeepulver reichlich gekleckert, wieso soll das nicht so sein? Da muss man ein paar Sekunden warten, aber sobald es einmal durchgetropft ist, jetzt fängt es auch schon an, das kann man hier ganz gut sehen, wie sich das ein bisschen füllt. Ja, kann man jetzt nämlich auch das restliche Wasser aufgießen und ist auch ruhig bis oben hin. Dann kommt der Deckel einmal drauf, damit es nicht zu schnell abkühlt. Heißt es nochmal ein bisschen warten und Geduld haben. So, dann werdet ihr irgendwann feststellen, dass es nicht mehr so deutlich tropft und dann dürfte der Kaffee durchgelaufen sein, das Wasser bzw. durch den Filter. Und das sieht man hier auch ganz gut vor sich, das ist immer ein bisschen heiß. Das kann man das ganz gut auf den Untersetzer stellen und schlussendlich muss man dann nur noch umrühren, damit der sehr dunkle Kaffee dann die Karamellfarbe annimmt, so wie man sich das vorgestellt hat, gesüßt mit der Kondensmilch und fertig ist auch schon der perfekte vietnamesische Kaffee. Lasst es euch schmecken!